Kuckuck. Und herzlich willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider mit der Outfit-Mod. Und wir sind hier im Paititi angekommen, in der verborgenen Stadt. Aber bevor wir uns der verborgenen Stadt hier komplett widmen, widmen wir uns jetzt nochmal hier Kuvagyago. Denn wir haben ja dadurch, dass wir die verlorene Stadt erreicht haben, jetzt hier, wo ist der Scheiß? Nee, wir sind doch hier vollkommen verkehrt. Hier, guck mal. Wir haben doch hier das Ding hier, eine Mission. Missionsgeber, das ist ja hier mit DLC dazugekommen. So, Jagdgebiet. Wir gehen erstmal in das Jagdgebiet. Wir haben ja in der letzten Folge dann auch Monolithen freigeschalten. Ich weiß nicht mehr, wenn wir jetzt einen Monolithen freischalten, ob dieses Schloss da auf dem Bildchen da direkt verschwindet oder ob wir den wirklich erst versuchen müssen zu lesen, damit der frei ist. So, wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir den gleich mitnehmen könnten. Da hätten wir dann hier 100% in Kuvagyago schon mal. Und wenn wir, wie gesagt, durch die DLCs, wenn jetzt im Nachhinein in vorhergehenden Gebieten hier noch was dazukommt, dann machen wir die natürlich direkt sofort mit. Ja. Weil ich will. Ja, nicht wie beim letzten Let's Play, hatte ich ja schon mal gesagt gehabt. Nicht wie beim letzten Let's Play, beim letzten Let's Play, nicht hier dann im Nachhinein nochmal hier überall hin zurück. Weil da kommt man, dann wird man immer so rausgerissen halt aus der Geschichte. Aus der Story. Finde ich. Ja. Da können wir den nun lesen oder nicht? Ja, das ist furchtbar, das ist sowas. Ich finde nicht raus, was das bedeutet. Och Mensch, Lara! Alter, leck mich doch am Arsch. So. Nee, wir wollen jetzt zu dem Questgeber hier vorn. Wie kommen wir da am besten hin? So, komm. Ja, wie gesagt, sobald wir das können, da. Doch rechts lang, hier lang, oder? Ja. Das ist ja krass gemacht mit diesen DLC-Gräbern hier mit dem. Wir werden ja dann gleich hingeworbt. Nee, hier nicht. Wir gehen hier lang. So, wo ist der? Wer oder wie oder was auch immer. Hier irgendwo, oder? Nee. Lass mich mal durch hier, Mensch. Abigail ist zu beschäftigt für Katz-und-Maus-Spiele, Wancho. Sie ist kein Kind mehr. Sie muss sich um eine Stadt kümmern. Ha, du willst nur nicht, dass sie Geister jagt. So, Alte. Ich liebe alte Karten. Als ich klein war, haben sie immer zu Schätzen geführt. Ich fühle mich dann immer noch verlorener. Ich heiße übrigens Lara. Pilar. Du siehst nicht aus wie die Touristen, die sonst kommen. Ich bin Archäologin. Ja, das wäre wohl passender. Du solltest mit Abigail reden. Sie kennt die Geschichte dieses Ortes besser als alle anderen. Wir kennen uns schon. Abby hat einen Freund und mich bei unserem Besuch bei sich wohnen lassen. Ah, nun, dann bist du ein willkommener Gast in Kuvagyago. Danke. Brauchst du Hilfe, um die Karte zu lesen? Ich sollte das alles gar nicht verstehen. Ich habe die Wahrheit versteckt. Das wird Abigail sehen. Um sie zu finden,
muss sie in der Zeit zurückreisen. Mariana war nie eine große Dichterin. Mariana? Abigails Großmutter. Sie starb an Krebs. Genau heute vor einem Jahr. Tut mir leid, das zu hören. Mariana wollte, dass Abigail die Karte an ihrem Todestag erhält. Aber... Du bist nicht sicher. Ich weiß nicht, ob sie bereit ist. Es geht mich nichts an, aber wenn es hilft, Mariana hat es geglaubt. Du hast recht. Es war wohl nie meine Entscheidung, oder? Würdest du die Karte zu Abigail bringen? Es ist harte Arbeit, das Mädchen zu verfolgen. Oh. Und meine Hüften schaffen das nicht mehr. Aber natürlich. So, Marianas Karte. So, wo ist die Alte? Großmutter wollte, dass sie erhält. Aber warum? Pilar schien es nicht zu wissen. Es muss etwas mit dem Rätsel zu tun haben, das sie auf die Rückseite geschrieben hat. Ich habe die Wahrheit versteckt. Das wird Abigail sehen. Um sie zu finden, muss sie in der Zeit zurückreisen. Okay. So. Kenne ich das Ding eigentlich schon? Ich glaube ja. Abby in Diegos Haus treffen. So ist die Alte. Hä? Hab hier keinen Punkt dafür. Was weiß ich, wo hier Diegos Haus ist? Warte mal. Hä? Ja. Was? Was ist denn das? Die Schmiede, Alter, ich glaube, ich weiß, was das ist. Banditensorgen. Die Schmiede. Also diese Anzeige hier ist war schon immer scheiße. In Diegos Haus treffen, ja. Alter, hier unten sollst du hingehen, du Scheißteil. Kann man das nicht irgendwie markieren? Mach doch mal diesen Scheiß hier oben zu. Die Schmiede. Ja. Abby, hier Lara. Hallo, Fremde. Wie läuft's denn so? Wie geht's Jonah? Dem geht's gut. Er ist bei einem Freund. Einem Freund, aha. Wie heißt sie denn? Er heißt Uchu. Hör zu, Abby. Ich bin wieder in Kuwak Yaku und bin auf eine alte Karte gestoßen, die deiner Großmutter gehörte. Im Dorf wohnt ein alter Mann, Diego. Er pflegt den Gemeinschaftsgarten. Er kennt sich mit Karten aus. Vielleicht kann er mal draufschauen. Treffen wir uns dort? Bin unterwegs. Ja. Wenn du mir noch sagen würdest, wo das ist, hier. So, warte mal, wisst ihr, was wir jetzt machen? Ach scheiße, wir haben kein direktes Lager in der Nähe, das ist doof. Ja. Warte mal, wo haben wir das letzte Lager? Ich weiß, es klingt albern nach allem, was passiert ist. Hier hatten wir Lager, genau. So. Dafür ziehen wir jetzt Lara mal ein bisschen um hier, weil wir wollen ein bisschen mehr von der Outfit-Mod sehen. So, damit hier. Genau. Lara kriegt jetzt das Ding an. Und bevor, wenn wir dann wieder zurückkehren in das... Das ist ja das Ding hier. Genau. So, was haben wir hier noch? Nee. Die kriegt das Ding hier. So. Okay. Jo. Aber wir haben so viele Outfits hier, warum sollen wir dann nur mit zwei Outfits rumlaufen? Ja. Okay, dann machen wir mal. Aber ich glaube, die Schmiede, da brauchen wir mindestens zwei Folgen. Die kenne ich auf jeden Fall. So.
kann ich helfen? Ich bin eine Freundin von Abby. Ich sollte sie hier treffen. Wir haben eine Karte. Kannst du sie dir ansehen? Oh, zeig mal her. Eine schöne Arbeit. Gute Details. Freut mich, dass sie so gut erhalten ist. Du kennst sie also? In meinem Oberstübchen herrscht zwar Unordnung, aber meine Arbeit vergesse ich nie. Abbys Großmutter hat mich gebeten, sie zu zeichnen. Ich glaube, sie sollte eine Art Geschenk für Abby sein. Hier sind Flecken. 3 Stück. Siehst du sie? Die sind nicht von mir. Riecht wie Zitrone, oder? Zitrone? Zitronensaft kann als Tinte benutzt werden, um... Auf der Karte könnte eine wärmeempfindliche Nachricht versteckt sein. Darf ich deine Feuerschale benutzen? Klar, nur zu. Also, wie funktioniert das? Zitronensaft ist organisch. Er oxidiert und wird braun, wenn man ihn erhitzt. Und dann erscheint die Geheimnachricht. Es ist viele Jahre her. Meinst du, das klappt noch? Sobald Abby hier ist, werden wir es rausfinden. Was rausfinden? Wenn man vom Teufel spricht. Ich bin ein Engel, Diego. Das weißt du doch. Als Kind warst du keiner. Abby, Diego sagt, deine Großmutter hat ihn gebeten, die Karte für dich zu machen. Als Geschenk. Wozu bräuchte ich eine Karte des Dorfes? Ich kenne hier doch alles. Da ist noch mehr. Deine Großmutter hat auf dem Papier was versteckt. Hier, das man kaum sieht. Ich glaube, es ist eine Geheimnachricht. In unsichtbarer Tinte. Unsichtbare Tinte. Wirklich? Naja, es ist nur Zitronensaft, aber... Aber es funktioniert. Wie lautet das Geheimnis? Keine Ahnung. Darf ich? Sehen wir es uns an. Sieh mal, diese Symbole. 3x? X ist das Ziel. Hübsch, Oma. Sind diese Punkte weit entfernt? Nein. Trennen wir uns? Klar. Ich nehme die beiden hier. Danke. Jo, dann wollen wir mal. So. Abbys Großmutter Mariana hat Zitronensaft als unsichtbare Tinte benutzt, um 3 kleine X zu verbergen. Wie auf einer klassischen Schatzkarte. Jo, jetzt will ich aber erstmal wissen, wo wir hin müssen. So, Jawohl. X-Markierungen. Ja. Ihr seid witzig. Wo soll ich jetzt hin? Ich wüsste, Ja, ich war wieder zu schnell, Entschuldigung. So. Lass mich doch mal durch hier. So. Kommen wir hier durch? Nö, hier wollen wir noch nicht mal durch. Ja. Im dritten lag Lagut. Brauche ich nicht. Habe ich. Ja. Jo. Hier bei den toten Adlern lang. Ich gehe mal davon aus, dass die Adler wieder reingesprungen sind. Und die wieder oben kreisen. Na klar. Ja. Jo. Warum ist gerade mal Laras neue Hosen schon wieder dreckig hier? Laras Hosen, die sich natürlich wieder eng ans Gesäß anschmiegen. So, weiter hier. Da vorne. So. Hier machst du Holz mit. Noch ein Stück.
Jo, nimm mit. Jo. Hier unten. Hier waren wir doch schon mal. Ah, hier geht's rein. Warte. Erstmal Luft holen. Genau. Und jetzt hier unten rein. Oder? Nö. Ich hätte gedacht, das ist ja was zu durchquetschen. Hier habe ich doch schon mal gesucht nach einem Weg. Hier unten. Ich schwimme mal hier unten lang. Vielleicht haben wir hier unten irgendwas zum Aushebeln. Aber keine Ahnung, was hier war. Warte mal. Ach, hier. Jo, genau, das Ding kenne ich ja tatsächlich noch. So. So, hier kommen wir wieder raus. Na, warte mal. Was ist denn hier unten? Ich hoffe, ich kriege das alles noch zusammen. So. Ja, warte mal. Gehen wir erstmal hier lang? Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt, das ist der DLC-Gräber, ganz klar. So, da sind ja hier Sachen. Warte mal. Wir gehen erstmal, welche Richtung. Eins von beiden war der Ausgang. Und ich weiß nicht mal, welches war. So. Gehen wir hoch hier. Aber hier ist dicht. Hier ist komplett dicht, hier kommen wir nicht weiter. Da kommen wir von der anderen Seite dann her. Also hier unten lang. So. Aber das werden wir, wie gesagt, nicht in der Folge schaffen hier. Das ist. Ja. Je nach irgendwelchen hier Artefakten oder sowas brauchen wir nicht suchen. Das ist ja das mit den Monolithen hier. Aber der Rest, den haben wir ja alles. Also können wir hier ohne großartig was zu suchen, finden, einfach durchflitzen. Ich kann nicht mehr tragen. Außer ja natürlich solche Spirenzchen hier. So. Das ist das Schöne dann tatsächlich an den DLC-Sachen hier. Da braucht man einfach nur quasi durchrennen und das machen. So. Na aber. Neuen Ort entdeckt. So. Da würde ich mal. Ich würde mal einen Speicherplatz hier machen. So, ich gehe mal. Das wird jetzt die 40 werden, oder? Jo. Da haben wir die Nummer 40 haben. Wir müssen mir mit aufschreiben, ja. Damit wir hier. Wir wollen ja richtig geile hier Bilder hier haben. So. Okay. So. Ich sag mal, wir gucken, ob ich das alles zusammenkriege wieder hier. Was ich hier machen musste. Guck mal hier, zack. So, nein! Was machst denn du? Bist du nur wahnsinnig? Wo willst du dich runterhangeln? Hier in die Lava oder was? Hüpf mal hier rüber. Mann, Lara, ehrlich. Du bist größenwahnsinnig, das weiß ich schon, aber so größenwahnsinnig hätte ich nicht mal dich gehalten. So, was ist hier? Gar nichts. Können wir hier irgendwas? Alles voll. Ich kann ja. Ja. Warte, drehen wir das nochmal rum hier. Genau. So. Und zack. So. Oh, lass mal ab hier. Geh mal runter hier. Wir müssen noch den Scheiß da umdrehen, oder? Hä? Da.
So. Oh, schön nach oben und. Öpp. Oh, und nun? Na, runterhangeln gleich gar nicht. So, wo mussten wir jetzt hin? Darüber, links. So. Öpp. Oh. Und jetzt hier hoch. Genau. Na, was denn du? Kletter doch mal hoch hier, Lara. Wo ist denn das Problem? Du kannst es doch. Ich glaube an dich. So, ja, zack. Und so. Genau. Ich habe mir überlegt, wenn wir jetzt DLC-Gräber so in der Form haben, dass wir notfalls da mal ein bisschen länger machen in der Folge. 5 bis 10 Minuten maximal. Vielleicht. Weil ich habe dann auch nicht immer keinen Bock hier so Teil 1 und Teil 2 draus zu machen. Oh, dort müssen wir hin. Hm, guck mal. Jo, können wir von hier aus direkt dort dran springen oder müssen wir... Warte mal. Genau. Das vergisst man nämlich leicht an der Stelle. Ja, komm. Ja. Und dann steht man da. Eieieiei, Mensch. Das hätte ins Auge gehen können, Lara. Und für dich bergab. Guck mal da. Zack. Oh. Ja. Genau. So. Warum flüsterst du denn so, Mädel? Warte mal, was machen? Na? Was denn du? Och nö! Es steht nicht da, was ich drücken muss. Das hat was schon mal mit den Viechern. Lad nach den Scheiß. Jo. Eieieiei. Och nö! Es... Alter! Was... Müssen wir hier lang? Nee. Nein, hör auf! Wir kommen hier wieder nicht wieder raus aus der Sequenz. Weil ich will nicht weiß, was ich drücken muss. Wo ist denn das Vieh? Da. Jawoll! Mein Mann! Wo muss ich denn hier hin? Hüpf doch hoch hier! Mann! Jawohl. Also wenn das kommt hier mit den Quicktime hier, da bin ich hoffnungslos verloren.
Und dann will ich Quantic Dreams viele spielen, ich weiß. Aber es steht ja noch nicht mal so richtig da. Das ist ja schon weg, bevor ich überhaupt gedrückt habe. So. Jetzt speichern wir uns mal hier auf der 41. Brauchen wir eigentlich nicht. Weil die Speicherpunkte, die ich mir festlege, die sind ja eigentlich wirklich nur hier für mich dann hier fürs Bilder machen. Yep. Ja. Ja, jetzt habt ihr nicht so. Abby, wie läuft's bei dir? Bin fast da, was immer es ist. Bei dir? Such nach einem Steinfragment mit einer dreistufigen Kante. Ich habe hier nämlich eins gefunden und ich wette, wir suchen noch zwei. Du bist die Expertin. Jo, auf jeden Fall. Alter, was haben wir da unten? So, wo müssen wir lang? Da ist Kletterwand, oder? Das da. Jo. Hm? Ach so. Entschuldigung, Lara. Ich weiß bloß nicht mehr, da gab es jetzt zwei so eine Art Eingänge. Was ist, wenn wir den anderen genommen hätten? Ich weiß es nicht mehr. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Genau. Da sind wir wieder draußen. Die mussten wir die anderen drei auch noch oder beiden dort auch noch rein. So, ein Fähigkeitenpunkt. Fähigkeitenpunkte verfügbar. Genau. So. Ja, dann hatten wir noch das Ding hier. Genau. Gehen wir mal direkt hin. Ja, das war. Genau. Die Monolithen können wir bestimmt immer noch nicht lesen. Gott, Mann. Das aussieht wie in dem Instinkt hier die ganze Zeit diese Überlebens... ja, Gott, die Herzen dort aufleuchten. So, hier muss noch so ein Ding versteckt sein. Oder? Was ist hier? Zerstört auf der anderen. Definitiv ein Teil von etwas Größerem. Es kommt mir fast bekannt vor, aber ich frage mich... Ja, okay. Abby in Pillars Haus treffen. Da müssen wir wieder zurücktrampeln. Laura, ich glaube, ich habe hier einen dieser Steine. Ich habe die anderen. Was jetzt? Jetzt setzen wir sie zusammen. Mal sehen, was deine Großmutter dir mitteilen will. Pilar hat Oma besser gekannt als alle anderen. Wir treffen uns bei ihr. Jo. Gehen wir hier lang? Wir gehen hier lang. Ich weiß es nicht, was kürzer ist. Komm, lauf mal ein bisschen schneller, Lara. Du kannst es doch. So. Ich bin wirklich gespannt, ob wir das... Da hier unten mussten wir wieder durchs Wasser durch, oder? Ne, wir gehen hier. Wir kommen ja auch links nicht direkt durch. Das ist doof hier, so hier. Das ist scheiße. Müssen wir extra hier drum rumlatschen. Hier kommen wir auch nicht rum. So. Das muss doch hier vorne irgendwo. Genau. Na? Ich hatte gehofft, Abigail wäre bei dir. Sie ist unterwegs. Hallo, Tante. Oh,
Es ist so lange her. Lass dich ansehen. Hm, immer noch die kurzen Haare. Tante, wir haben was auf Omas Karte gefunden. Deine Frisur könnte übrigens auch besser sein, wenn ich mir das so ansehe. Ihr seht aus wie Jungs auf der Jagd nach... Tante, bitte. Warum wollte Oma, dass ich die Karte kriege? Ich hab's verdient. Erinnerst du dich an die Geschichten deiner Oma, als du noch ein Kind warst? Über einen geheimen, magischen Ort, den deine Vorfahren gebaut haben. Ja, aber ich wurde groß und sie alt. Und es ist nichts Magisches passiert. Aber sie hat ihr Versprechen nicht vergessen. Du hältst es in der Hand. Warum jetzt? Ich bin nur die Wächterin der Karte. Ihren Zweck zu entdecken, ist deine Aufgabe. Abby, ich bin sicher, was auch auf der Karte ist. Es führt zu dem versteckten Ort und deinen Antworten. Hoffentlich. Na gut, sehen wir es uns an. Wenn wir eins der Fragmente auf die Karte legen, wo wir es gefunden haben, so... Das ist das Chakana, das Inka-Kreuz. Es steht für die drei Ebenen der Existenz. Die obere Welt, die Mittelwelt, das ist unsere, und die Unterwelt. Es steht auch für alles, was uns menschlich macht. Die Fähigkeit zu lieben, zu handeln, Weisheit zu erlangen. Aber wenn ich mich recht erinnere, repräsentiert das Zentrum des Chakana Cusco, die Hauptstadt des Inka-Reichs. Im Kontext der Karte sind wir davon hunderte von Meilen entfernt. Es gibt viele Interpretationen des Chakana. Cusco. Ein Portal von einer Welt in die nächste. Man nennt es auch das Auge Gottes. Ein Wächter, der uns alle schützt. Und wonach suchen wir dann? Das muss doch irgendwo hinführen, oder? Sehen wir es uns näher an. Da muss etwas sein, das wir übersehen. Irgendwas. Da! Ich dachte zuerst, es sei ein kleiner Fleck, aber in diesem Licht, es sieht aus wie eine Maya-Hieroglyphe. Maya? Das ergibt keinen Sinn. Wir sind Inkas. Was bedeutet sie? Pa'il, das bedeutet Wahrheit. Wahrheit? Worüber? Ich weiß es nicht. Sagt dir dieser Ort auf der Karte irgendwas? Oma und ich saßen dort, wenn sie mir Geschichten über den versteckten Ort erzählte. Vielleicht findest du dort deine Antworten. Bist du bereit? Behalte die Karte. Wir treffen uns dort. So. Das letzte Teil des Puzzles. Die Teile kommen mir bekannt vor. Aber erkennen werde ich erst etwas, wenn ich alle zusammensetze. Das ist das Chakana, das Inka-Kreuz. Es gibt viele Interpretationen, was es bedeutet, die sogar bei den Inkas selbst umstritten sind. Aber es bleibt in jedem Fall ein äußerst wichtiges Symbol. Jo. So, wo müssen wir jetzt hin? Ach. Ja. Ich dachte zuerst, das sei ein kleiner Fleck, aber in diesem Licht... Sieht aus wie eine Maya-Hieroglyphe. Sie bedeutet Wahrheit. Oh, gibst du mir jetzt endlich mal einen Punkt? Ich weiß nicht mal ganz genau, was jetzt noch alles dazugehört. Ja. Ob wir nochmal in so ein Grab rein müssen oder ob wir das direkt jetzt finden. Ach, dort hinten.
Das ist hier hinten in der Ecke. Wir müssen noch mal runter hier runtertauchen. Voll wie zwei Jungs. Die hat da eine Macke, die Alte. Ja, ist die blind oder was? Meine Laras Haare könnten natürlich länger sein, aber wie der damals in den ersten Tomb Raider 2 oder sowas, aber ist doch schon in Ordnung hier. Wir sind dabei, dieses Grab zu betreten. Der Fortschritt des gespeicherten. Warte mal. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen. Wir machen an der Stelle jetzt. Ich weiß nicht, wo wir dann direkt rauskommen, aber wenn wir hier. Warte. Wir machen das in der nächsten Folge weiter. Ganz gemütlich, da brauchen wir jetzt nicht hetzen. Ich habe keine Lust, wenn wir hier hetzen müssen. Das ist scheiße, das ist doof. So, Kovac Jako, warte mal, hier sind hier 40, 35, hier. Genau. So. Gut, dann würde ich mich, hatten wir jetzt einen Speicherpunkt hier? Keine Ahnung. So, wir stehen auf jeden Fall wieder, denke ich mal, hier davor in der nächsten Folge. Wenn du notfalls, laufe ich hier hin. Dann hoffe ich, dass es bis hierher erstmal euch gefallen hat. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir bestenfalls ein Abo da und besucht mich auch gerne mal auf Twitch TV, Link in der Videobeschreibung. Dankeschön und ciao.